Betrachten wir nun unsere Bienen, so stellen wir fest, dass es ziemlich traurig ist, was sie können. Sie fahren willenlos in der Act-Methode durch die Gegend. Ansonsten können sie eigentlich nichts außer den Dingen, die sie von der Klasse Actor geerbt haben. Deshalb wollen wir ein wenig Gott spielen und den Bienen Fähigkeiten geben. Dazu geben wir ihnen Methoden. Das ist gar nicht schwierig. Wir drücken die Taste M und definieren nun eine Methode Schwirren. Wie Sie sehen, möchte die Methode, ähnlich wie wenn wir eine Variable deklarieren, einen Datentyp und einen Namen. Der Datentyp ist der Rückgabewert, mit dem befassen wir uns in Bälde ausführlich. Wir schreiben erstmal Void rein. Void heißt so viel wie leer, kein Rückgabetyp. Am wenigsten Stress für uns. Der Name der ersten Methode heißt Schwirren. Nun können wir, wie wir es zum Beispiel schon von If-Verzweigungen kennen, in den Anweisungsblock Anweisungen schreiben. Zum Beispiel Vorwärtsbewegung um eine zufällige Strecke zwischen 0 und 10 und eine kleine Drehung um 3. Nun betrachten wir mal, was da passiert. Und auch Ihnen fällt auf, wie mir, es gibt keinen Unterschied. Der Grund liegt darin, dass die Methode Schwirren niemals aufgerufen wird, wo auch. Wir probieren das mal aus, indem wir sie in die Act-Methode setzen. Dazu deaktiviere ich die Standardanweisung für die Fortbewegung und füge die Methode ein. Wer soll die Methode ausführen? Wer kann schwirren? Diese Biene. This, Steuerung Leertaste, schwirren. Nun lassen wir also die Bienen schwirren. Wir sehen, sie drehen sich etwas holprig im Kreise herum. Also hat der Methodenaufruf funktioniert. Wenn wir nun schon dabei sind und das auch schön verstanden haben, können wir gleich noch ein paar neue Methoden einbauen. Beachten Sie vorher, dass ich in der Act-Methode wieder die alte Vorwärtsbewegung eingebaut habe, in der das Attribut Geschwindigkeit benutzt wird. Um eine Methode einzufügen, drücke ich die Taste M. Beachten Sie bitte, dass die blaue Einfügemarke in dem grünen Bereich zwischen zwei Methoden oder unterhalb aller Methoden sein muss. Taste M, Rückgabetyp, erstmal immer Void. Name Boost aktivieren. Boost aktivieren bedeutet, die Geschwindigkeit erhöht sich mit einem Schlag. Ich drücke das Gleichzeichen, um eine Wertzuweisung vorzunehmen. This Geschwindigkeit, gleich neuer Wert, sagen wir mal 9. Entsprechend kann ich eine neue Methode einfügen, Void, die heißt Energiesparmodus aktivieren und Gleichzeichen this Geschwindigkeit gleich 1. Beachten Sie bitte, dass ich immer ausführliche Methoden und Variablenname benutze. Natürlich wäre es jetzt einfacher, statt Energiesparmodus aktivieren zu schreiben, sparen. E-Akt oder so. Doch dadurch, dass wir mit Steuerung Leertaste dieses Wort niemals mehr zu tippen brauchen, empfiehlt es sich, ausführliche lange Variablennamen und Methodennamen zu benutzen, die aussagekräftig sind. Das wird unser Leben verschönern und erleichtern. Nun gut, nun haben wir dieses Problem, dass wir diese Methoden niemals aufrufen. Das sollten wir sofort ändern. Ich tue es in der Act-Methode, indem ich eine Tastenabfrage einbaue. Wenn die Taste B für Boost gedrückt wird, was soll dann passieren? Dann soll die Methode Boost aktivieren aufgerufen werden. Wer benutzt die Methode? Die Biene, der Schmetterling oder die Wiese? Richtig, die Biene. Also this Steuerung Leertaste und wir sehen, dass wir diese Methode
aufrufen können. Sie hat den Rückgabetyp Void, das heißt, die Methode gibt uns nichts zurück, macht nichts, nehmen wir. Bam. Wir fügen eine weitere If-Verzweigung ein, Taste I. Wenn die Taste E für Energiesparmodus gedrückt ist, Leertaste This, diese Biene soll was tun, den Energiesparmodus aktivieren. Ich habe eben noch eine Abfrage eingefügt, dass wenn die Biene am Rand anstößt, dass sie sich dreht, damit das Ganze nicht so von kurzer Dauer ist. Das kennen Sie ja bereits. Nun gut, dann wollen wir mal schauen, was die Bienen gelernt haben. Ich klicke die Taste Run. Sie fliegen in, wie Sie sehen, unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch die Gegend. Nun schalte ich mit der Taste E den Energiesparmodus ein und die Geschwindigkeit aller Bienen wird auf 1 gesetzt. Wir schauen noch mal kurz rein. In dem Moment, wo ich die Taste E drücke, wird die Methode Energiesparmodus aktivieren aufgerufen. Diese tut nichts weiter, als die Bienengeschwindigkeit auf 1 zu setzen. Wenn ich nun die Taste B drücke, erwarte ich, dass die Geschwindigkeit aller Bienen auf 9 steht. Siehe da, ich kann es auch beweisen, indem ich pausiere, eine rechte Maustaste inspiziere und sehe, die Geschwindigkeit ist 9. Beachten Sie übrigens, seit wir Methoden geschrieben haben, können wir diese mit der rechten Maustaste auf die Biene bzw. auf ein Objekt ausführen. Ich könnte also auch nun sozusagen manuell den Energiesparmodus aktivieren, allerdings dann nur für dieses eine Objekt. Diese Biene, Sie sehen, ist im Energiesparmodus. Aus purer Schikane wollen wir nun die Kollisionsüberprüfung mit dem Rand in eine eigene Methode auslagern. Ich drücke wieder die Taste M, Void und schreibe Randkollision überprüfen. In dieser Methode will ich nichts weiter tun als die Abfrage, bist du am Rand? Wenn ja, dreh dich, um eine zufällige Zahl reinzustecken. Ich packe hier oben diese If-Abfrage und ziehe sie hier nach unten in die Methode. Nun sehen wir, dass diese Methode genau das gleiche tut. Oben ist sie verschwunden. Mit this.randkollision überprüfen habe ich erfolgreich die Abfrage der Randkollision ausgelagert. Nun wollen wir noch eine Methode einfügen, wo die Biene ihren Namen ausgibt. Ist ja alles irgendwie das gleiche. Taste M. Void tippen wir Namen sagen. Was muss die Biene hier tun? Sie muss zum Beispiel System outprinteln und ich heiße plus, wo haben wir den Namen gespeichert? Wissen wir nicht mehr genau. This-Steuerung, Leertaste, Name, prima. Dann, wir probieren es aus. Rechte Maustaste, Namen sagen und die Biene sagt, ich heiße Sabine. Als letztes wollen wir der Biene noch eine Methode einfügen. Die heißt Namen vergessen. Das ist, wenn die Biene unter plötzlicher Amnesie leidet. Wieder Taste M, Void, den eigenen Namen vergessen. Was tun wir? Wir tippen ein Gleichzeichen. Wir weisen der Variable this.name den Wert hab ihn vergessen zu. Überprüfen wir das. Wir inspizieren die Biene. Namen sagen. Sie heißt Sabine. Nun lassen wir sie den Namen vergessen und lassen sie wieder den Namen sagen. Und es steht, hab ihn vergessen. Nun habe ich als letztes für den Schmetterling eine Tastatursteuerung gebaut. Pfeiltaste links, Pfeiltaste rechts, Leertaste zum Vorwärtsbewegen.
Wie Sie sehen, müllt uns so etwas die ACT-Methode möglicherweise ärgerlich zu. Warum lagern wir es nicht in eine Methode aus? Ich drücke die Taste M, Void, Tasten prüfen, nenne ich es. Die drei Kollegen, ziehe sie in meine Methode. Und nun muss ich in der ACT-Methode nur noch was schreiben? Genau, ich muss diese Tastenüberprüfen-Methode aufrufen. Wer kennt diese Methode? Dieser Schmetterling. Steuerung Leertaste, Tasten prüfen. Und der Beweis, der Schmetterling lässt sich nun flatternd und fröhlich durch die von Bienen schwirrender Art bevölkerte Welt steuern.